liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und es ist das Auswärtsspiel in Verl. Wir haben jetzt das dritte Auswärtsspiel, wir haben in Mannheim 2-1 verloren, wir haben in Unterhaching 4-0 gewonnen und jetzt soll mit Verl der nächste Gegner fallen. So, vieles ist auch ein bisschen passiert, also, auch in den letzten Folgen. Es wird jetzt immer mal wieder ein bisschen was passieren, aber ich bin so ziemlich guter Dinge, dass wir momentan gut dabei sind. So, Platte müsste man auch wieder treffen, das wäre auch schön. Ja, wie gesagt, nächstes Spiel gegen Verl, das finde ich mir, glaube ich, 3-2 aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. So, nächstes Spiel gegen Verl. Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begrüßung heute Abend. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das bedeutet, ach, geh mir auf den Sack. Schlechteste Defensive gegen treffsicherstes Team. Schwerstarbeit für die Defensive heute. So viel steht fest. So, jetzt. Ja, das hatten wir eben schon mal, das Duell auswärts. Schwächste Offensive, schwächste gegen stärkste Offensive und am Ende gegen haben wir verloren. Mal gucken, aber heute hier treffen können. So, die Mannschaft klatscht sich ab. Wie gesagt, wir sind das dritte Auswärtsspiel hintereinander schon. Also, wenn man es halt wieder für ein Heimspiel. Jetzt haben wir gegen Lautern das 4-1 am 18. Spieltag. Aber gucken wir mal. Wir sind jetzt am Abend. Haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Busch. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Hm. Vielen Dank, liebes Publikum. Was ist das für eine super Atmosphäre hier, Buschi? Die los geht's. Gehen richtig ab. Und da macht es natürlich richtig Spaß, dabei zu sein. Ja, wir sind am 21. Spieltag. Es geht jetzt das Trade weiter mit der zweiten Saisonhälfte. Wir wollen natürlich aufsteigen, das ist klar. Oh, schön gespielt. Kubilanski, macht er wieder so ein... Macht er wieder sein Tor? Macht er. 4. Minute, 0-1. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Schön oben den Klick. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der hat richtig Selbstvertrauen, der Junge. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. 4. Minute und es ist auch schon seit 15. Saisontor. Der Platte hat der bald. Der hat nämlich 17. Und steht weiterhin bei 17. Oder? Und hat schon länger nicht getroffen. Na gut, jetzt vielleicht weiter. Lodewijk. Der Osun, ja. Schade, wir müssen zurückgepfiffen, der Niederländer. Knappe Entscheidung, aber er steht dann doch den Hauch im Abseits. Ja, knappe. Aber es war durchaus doch die richtige Entscheidung. Ja, der zweite Hälfte geht es natürlich darum, jetzt mal ein bisschen den Vorsprung zu halten. Zu. Ah, oh, kriege ich den nicht rein? Nee, kriege ich nicht. Schade. Hier nochmal der Treffer von eben. Ecke kommt rein. Grüß, Ecke wieder. Also, was heißt Ecke? Ja, Flagge. Von wegen. Abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Oh ja. Es war tatsächlich abseits. Ja, super. Genau, ich wollte gerade sagen, da kommt mal bitte einer mit da hinten hin.
Kolasinac mit dem. Ah, okay, der geht doch durch. Aschimero, der hat das gut gemacht. Mit dem ich übrigens auch nicht für den Aufstieg plane in der neuen Saison. Den würde ich halt gerne irgendwann abgeben, weil ich mit anderen Spielern ein bisschen plane. Aber momentan müssen wir damit klarkommen erstmal. Was macht er daraus? Kobylanski! Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. So, nächste Ecke Leu kommt. Latte. Viel mit Auge. Kobylanski, Kulga. 2-0. 19. Minute. Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Na, da wird sich die Abwehr einige Vorwürfe gefallen lassen müssen. Wieso sind da gleich zwei Spieler durch? Da kann einem der Torhüter leid tun. Kein Schuss. Auch für ihn. Schon Tor Nummer 9. Sie machen einen guten Eindruck. Okay, Schalke 04. Die Nummer 14. Florian Krüger. Ja. Also 2-0-5 mittlerweile. Holt sich den Ball. Ah, wieder nicht in die Position gebracht da vorne. Eine Platte kriegt man momentan echt nicht. Kann momentan nicht viel machen. Aber jetzt vielleicht mal. Reis hat die Serie. Platte. Ja. 25. Minute 0-3. Und endlich wieder macht er ein Tor. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und jetzt ist es bei ihm Tor Nummer 18. Der eigene Mann. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 9, Felix Platte. So, Kolasinac. Platte. Kobylanski. Jetzt könnte es gefährlich werden. Zack, am ersten vorbei. Kobylanski. Oh, das Musiker verhindert das 0-4. Nach einer guten halben Stunde. Ecke kommt. So, Ecke kommt. Die gibt es nämlich auch noch. Platte. Aber kein Tor. Der Ball geht haarscharf drüber. Da war viel Pech dabei. Schade. Sander. Auf außen ist Platz. Klasse Chance jetzt. Aber der geht weit vorbei. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Renault, Bella Kotschop, der Neuzugang. Vom VfL Bochum ja geholt noch. Für ein relativ kleines Geld. Alles sieht gut aus. Und dann ist es Kobylanski. Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter. Wundert mich gerade, dass er da nicht pfeift. Den hätte ich eigentlich gedacht, dass er damit tatsächlich noch den Elfer gibt. Aber immer wieder diese Pole, der da für richtig Unruhe sorgt. Ich kann aber, ob er tatsächlich sogar Pole ist. Die Nationalspieler vielleicht. So, Bella Kotschop. Und der macht den Ball. Schön gelöst. Da hat er die Chance. Rein ins Glück. 4-0. 42. Yes. Aber gut gemacht. Sind Verteidiger durchgelaufen und dann den entscheidenden Pass gespielt da vorne rein. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Und jetzt hat er sein Doppelpack. Tor Nummer 19.
entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Und es ist auch nicht mal Halbzeit hier. Also wie gesagt, der höchste Sieg war das 7-0 in Unterhaching, gegen Unterhaching. Und jetzt geht's hier weiter. Und Touch jetzt hier 4-0. Zwei Minuten. Tolles Zuspiel. Platte! Lupenreiner Hattrick. 0-5. Wieder war nicht zu halten für den Torhüter. Ja. Und für ihn ist es jetzt Tor Nummer 20. Wir waren ja nicht getroffen und jetzt trifft er wieder. Die Nummer 9, Felix Platte. Nach 45 Minuten. So, drei Punkte sollten eigentlich safe sein. Das Thema hier ist durch. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so oft. Liegen schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können sie sich nur noch selbst schlagen. Es war tatsächlich ein Lupenreiner, Hattrick. 25, 42, 45. Drei Tore ohne Unterbrechung. Passt. So, alle anderen Spiele 0-0 momentan, wie ihr gerade seht. Und wir laufen jetzt weiter. Hoffentlich heiß. Die Schalker mit dem Anstoß. Damit läuft der zweite Durchgang. Schade. Glück gehabt, diesmal, dass das kein Fehlpass von Helder war, der gerade der schönes, hohes Zuspiel jetzt. Seinen Mitspieler anspielen wollte und dann den Abpraller Gott sei Dank wieder kriegt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. So, und dann ja ein Verteidiger, bevor das hier irgendwie gefährlich wird. So ein Ding ist nämlich gegen Mannheim schief gegangen. Gehen wir rein. Die Ecke kommt rein. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Sie bekommen den Einwurf. Für uns, ja. Okay. Sie üben schon früh Druck aus. Es gibt einen neuen Transfer bei Manchester City und das ist, wie zu hören war, ein absoluter Wunschspieler. Oh, Leimer. Von Borussia Mönchengladbach gekommen. Und es ist mal wieder Felix Platte. 0-6, 56. Spielminute. Aber letztlich wie 4-0 in Unterhaching gewonnen und jetzt auch immer das nächste Tor auf die Folge. Abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 0-6. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Die Nummer 9. Für den 21. Wie sie hier auftreten, die logische Folge, das 6-0. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ah, scheiße. Ballverlust. Ballverlust, ja, ja, das war gut erobert, aber schlecht gemacht. Voller Kotter, super gemacht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, schade. Gibt's aber für uns aber Ecke. Einwurf. Einwurf, Entschuldigung, natürlich. Jetzt will er neue Akzente setzen. So, jetzt geht's zu der Wechselt hier die Gäste. Latte. Javairo Del Rosso. Del Rosso, der hat auch noch nichts getroffen heute. Erinnert er jetzt. 7-0. 64. Ja, das war hier zwei Mann stehen und dann kann er durchziehen. Ja, schau mal, funktionieren die neuen. Ja, passt. Das ist sein erstes Saisontor. Klar.
So, und jetzt können wir auch mal noch ein bisschen durchwechseln. Das heißt durchwechseln. Ich werde zwei Wechsel ziehen und mir den letzten Wechsel offen lassen. Eine absolut klare Angelegenheit. Und da geht Felix Platte. Vierfacher Torschütze heute. Können wir schon mal festhalten. Fehlt jetzt neue Gabuda drin. Tor Schalke 04. Die Nummer 16. Javairo de Rosso. Nächster Ball verlost der Perla. Den Ball holt er sich. Aber den spielen die Schalker ein bisschen. Klasse Aktion da. Und wieder macht's Schikowski, der geht über außen weg. So, erstmal geklärt. Und dann ist das super gespielt. Gabuda. Gleich gibt's, ne? Er ist frei, da kann was draus werden. Der jetzt frei auf den das Keeper zugeht. Chance lebt noch. Was macht er draus? Er kann es machen. Jo, und der Nähe. Und das ist kein Abseits. 0-8-72. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen. Vor allem schön nachgesetzt. Viel zu passiv. Ja, es war kein Abseits. Gabuda, gerade einwechselt. Tor. Auch für ihn schon. Tor Nummer 11. Auch erst nach dem Eisen nur Joker. Die Nummer 19. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, die liegen klar vorne und das natürlich. Was heißt, sie konnte mal erwarten, also. Gleich wird hier ausgewechselt. Bitte melden. Danke. Wir müssen aufpassen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Voll, wir haben noch eine Viertelstunde. Ha, gut nachgesetzt. Ah, ich konnte den Pass nicht spielen. Den Ball spielt er raus. Kann er was draus machen? Fitzka. Da kommt die Hereingabe. Weg ist der Ball. Cool. Ludewig, der steht richtig, der klärt den Ball, aber der hat er. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Kubilanski. Gut gelöst. Silvia Gambula. Gambula. Kein Tor. Und da verhindern die Ferler sogar noch das Gegentor. Fängt diesen Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jo. Die Schalker mit dem Tor. 0-9. Und hier ist auch wieder Gambuda, 12. Tor mittlerweile auch schon mal hin. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ein bisschen angelaufen, keine Chance, den Keeper. Zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Dominante Vorstellung. Auch für ihn mittlerweile Tor Nummer 12. Na, ich weiß nicht, ob ich da nochmal wechseln, ob ich da wechseln kann nochmal. Silvia Gambula. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Und das war's. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste 0-9. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Und er trifft.
Und damit ist das Ding durch hier. Ja, keine Chance für Ferl. Also die hatten wirklich nichts zu melden heute. Dann gehen wir kurz ins Interview nach dem Spiel. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. So, ganz einfach. Hat halt einfach wieder funktioniert. Ob die gut gespielt haben? Man sollte nur das Ergebnis gucken. Na, der Aufsteiger hatte keine Chance heute. Punkt. Ja, außer Mannheim, ne? Mannheim und Köln bisher. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Zwei Niederlagen haben wir ja kassiert in dieser Saison. Aber okay. Hat auch keiner erwartet, dass wir hier mit den 38 Siegen ohne Probleme hier durchmarschieren. Ja, momentan sind wir wieder ein bisschen weg. Schon 70 Tore, ja. Es ist halt, läuft halt momentan. Ferl hatte keine Schnitte heute zu sehen. 0-9 Unterlegenheit. Nächstes Spiel ist dann gegen Hansa Rostock, wenn ich es richtig gesehen habe, genau. Oh Gott, war das ausgeliehen? Ja, gut. Zu Heidenheim. So. Dann kommt zu Chalanolo aus Leihe, sehr gut. Zu Girona. Annehmen. Und dann passt das auch. Der Transfer ist auch durch. Auch der Wechsel geht durch. Wird ebenfalls ausgeliehen für 2 Jahre. Was ich immer dann wieder kriege. Und das nächste Spiel heißt dann gegen Hansa Rostock. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.